Robert Habeck wird neuer Verteidigungsminister der Bundesrepublik Deutschland, hat eine allgemeine Wehrpflicht eingeführt und erhöht die Militärausgaben um das Doppelte. So oder so ähnlich stelle ich mir die Schlagzeile vor, 2025, wenn Schwarz-Grün ihren neuen Koalitionsvertrag vorgestellt haben. Ihr denkt, ich spinne, gut, das dürft ihr denken, aber ich zeige euch, wie ich darauf komme. Schaut mal hier. Herr Habeck spricht in letzter Zeit relativ oft davon, wir müssen die Rüstung ankurbeln. Er will Deutschland auf den Landkrieg vorbereiten. Er hat uns sogar verraten, wer das Ganze bezahlen soll. Durch Wachstum, aber vielleicht auch später dann durch eine Belastung derjenigen, die es sich leisten können. Das waren jetzt Aussagen von letzter Woche. Robert Habeck hört aber nicht auf, er macht diese Woche einfach weiter. Er fordert schon wieder, dass wir die Militärausgaben erhöhen müssen. Wir müssen es tun. Die Zeit, wo man es nicht möchte, ist vorbei. Er bereitet sich hier vor, er trifft dauernd taktische Entscheidungen, was inzwischen in die Rüstungsindustrie hineinstrahlt. So wundert es mich nicht, dass aktuell heute von 14 bis 16 Uhr in Berlin ein Roundtable mit der Rüstungs- und Verteidigungsindustrie stattfindet. Die Einladung ist streng geheim, trotzdem liegt sie einem Medienhaus vor. Die Teilnehmerliste konnten wir leider nicht ganz ergründen, deswegen gibt es hier nur 16 von 20 vertretenen Unternehmen. Ich lese sie mal kurz vor. Airbus Space and Defense, Airbus Helicopters, BDLI, das ist der Bundesverband der deutschen Luft- und Raumfahrtindustrie, BDSV, Bundesverband der deutschen Sicherheits- und Verteidigungsindustrie, BMVG, Diehl, Helsing, Hensoldt, Krauss, Maffei, Wegmann, MBDA, Neville, Wessels, Lürssen, OHB, Renk AG, Rheinmetall, Rode und Schwarz, ThyssenKrupp, Marine Systems. Die meisten Unternehmen sollten euch bekannt vorkommen. Man hört sie immer wieder, doch sie treffen sich alle mit Herrn Habeck zu einem Roundtable im Ministerium. Man wollte es am Anfang etwas geheim halten, niemand wusste etwas davon. Inzwischen wissen wir sogar, dass Herr Habeck sich dazu äußern wird. Allerdings wird der Inhalt des Gesprächs wahrscheinlich nur verklausuliert in Politikerfloskeln uns zugutekommen. Jetzt frage ich mich natürlich, was möchte denn Herr Habeck hier überhaupt erreichen? Viel kann er nämlich gar nicht tun als Wirtschaftsminister. Er könnte nun hingehen und könnte ein paar Regularien über Bord werfen, damit die Rüstungs- und Verteidigungsindustrie zumindest mal nicht mehr jede Umweltauflage erfüllen muss bzw. jede Norm etc. nachweisen muss. Das ist das Einzige, was im Kompetenzbereich von Herrn Habeck aktuell wirklich liegt. Ansonsten könnte es wirklich eine strategische Positionierung sein, um im Falle eines Falles, dass er doch nochmal an einer Regierung beteiligt sein sollte, hier noch ein Pfund im Wasser hat, denn mit dem Heizungsgesetz hat er sich nun wahrlich keine Freunde gemacht. Ich würde nur sagen, ein Mann, der sagt, mit Deutschland konnte ich noch nie etwas anfangen, dem dürfen wir niemals die Befehlsgewalt über die Bundeswehr geben. Ich bin noch unschlüssig, was das Ganze soll. Ich denke, es geht hier wirklich um strategische Positionierungen, denn Herr Habeck hat ganz klar verstanden, solange die Politik keine Aufträge verteilt für Munition, Panzer etc. und Munition braucht die Bundeswehr nun wirklich. Ich meine, sie können ja nicht mal mehr mit Platzpatronen auf der Übung schießen, selbst die Platzpatronen sind ihnen ausgegangen. Aber wundert es einen? Ich meine, wir hatten Frau von der Leyen mal daran gelassen. Wir sehen inzwischen, das war wohl die dümmste Idee, die wir je hatten. Ansonsten können wir hier nur etwas spekulieren, aber das Spekulieren müssen wir auch tun. Was ist denn Robert Habecks Ziel nach der nächsten Bundestagswahl? Nun, es sieht leider so aus, als würden die Grüne Partei immer noch zweistellig in den neuen Deutschen Bundestag dann in den 21. einziehen. Ob es dann für Schwarz-Grün reicht oder ob die FDP doch noch nicht komplett tot war und es hier dann zu einer Jamaika-Koalition kommt, wir werden es erfahren. Das Problem ist allerdings nur, es ist eine relativ willfähige Koalition dann, was Waffenlieferungen angeht. Nun habe ich euch eben die Firmen vorgelesen, die auf der Liste stehen. Die meisten werden sie kennen, aber wohl nicht alle. Da ist zum Beispiel MBDA. Da möchte ich euch nur mal kurz zeigen, was diese Firma denn eigentlich macht. Es ist ein kleines Rüstungsunternehmen aus Schrobenhausen. Sie sitzen im schönen Bayern. Sie machen zum Beispiel die Taurus-Marschflugkörper. Hier sind ihre Produkte. Luft-Boden-Marschflugkörper, Luft-Luft, Boden-Boden-Panzer. Sie machen das Patriot-Abwehrsystem, Nahverteidigungssysteme für Schiffe, Hubschrauberbewaffnung. Dann gibt es hier noch intelligente Zünder, die inzwischen auch den amerikanischen Bunkerblastern eingebaut werden. Es gibt hier natürlich dann auch noch Beteiligungen. Die Bayern Chemiegesellschaft für flugchemische Antriebe GmbH, die Taurus Systems GmbH. Ihr seht selbst, es ist ein einzigartiger Waffenhersteller,
Man darf hier Waffen per se nicht schlecht machen. Es hat doch irgendwie ein komisches Geschmäckle, wenn nun unbedingt Herr Habeck die ganzen Rüstungsunternehmen trifft, wo er doch selbst den Taurus gerne liefern würde. Auch Herr Pistorius, vertreten durch das BMVG, ist bei diesem Roundtable, wie man das so schön jetzt inzwischen nennt, dabei. Hinter verschlossenen Türen, wir wissen nicht, was wirklich auf der Tagesordnung steht. Eins ist sicher, wir werden dafür bezahlen. Und zwar mit unseren Steuergeldern, im Zweifel auch mit unserem Leben, wenn es wirklich zu einem Landkrieg kommt, wie Robert Habeck inzwischen fantasiert. Ich weiß nicht, welches Kinderbuch er damit mit Angst und Schrecken erfüllen möchte, aber so ganz auf dem Boden der Tatsachen ist Herr Habeck wohl nicht im Moment. Aber er muss ablenken von der Wirtschaft. Heute kam die Meldung, 0,1% Wachstum erwartet man noch für dieses Jahr. Es wird jetzt noch ein paar Monate dauern, dann wird sich auch die Erkenntnis dort rumgesprochen haben. Wir sind in einer Rezession, auch kein 0,1% Wachstum wird hier noch stattfinden. Wir werden schrumpfen. Wir werden wahrlich schrumpfen. Ich glaube, Herr Habeck bereitet sich hier vor. Er möchte seinen Horizont erweitern, wie man das so schön nennt. Er möchte strategisch vorbereitet sein, dass er dann doch nicht nur der Wirtschaftsdesasterminister war, für den wir ihn alle halten, sondern dass er dann klammheimlich einfach die Seite wechselt und dann einfach Verteidigungsminister wird. So abwegig ist das gar nicht. Alles, was wir für abwegig halten, hindert uns in unserer Logik. Wir müssen flexibel bleiben im Kopf. Wir müssen uns das alles mal vorstellen. Es könnte doch auch sein, dass Boris Pistorius jetzt einfach Olaf Scholz beerbt. Natürlich würde Scholz da nicht mitmachen, aber er hat das am Ende gar nicht zu entscheiden. Im Zweifel wird das einfach gegen seinen Willen gemacht. Wenn Herr Pistorius Kanzler wird, dann reißt die Lücke des Verteidigungsministers schon wieder auf. Dann könnte Herr Habeck hier schneller zum Zuge kommen, als wir alle denken. Wen soll denn sonst die SPD nehmen? Sie werden keinen eigenen finden. Ich glaube nicht, dass Herr Klingbeil das macht. Herr Scholz wird das auch nicht machen. Herr Scholz müsste dann in der Versenkung verschwinden. Wobei, Totgeglaubte leben länger.